Es geht weiter, immer heiter, zurück bei The Legend of Zelda Skyward Sword in HD aus dem Titelscreen, Freunde. Und ja, alles kurz kalibriert. Wir machen weiter im Text und ihr seht auch schon hier anhand dem automatischen Speichern etc. etc. vom Datum her. Die letzte Folge, was ich zum letzten aufgenommen habe, ist schon etwas länger her. Für euch, die letzte Folge dürfte etwa 3-4 Tage her sein, maximal. Folge 81 war, dementsprechend haben wir jetzt Folge 82, aber ich habe wirklich fast wieder 2 Monate nicht aufgenommen. Krass, wie lange diese Folgen zum Teil aushalten, beziehungsweise ausreichen vor allem, in dem, der Hinsicht. So, und Hülle aber keine Ahnung mehr. Nee, Quatsch. Es ist ja trotzdem so, dass die Folgen ja relativ frisch aufladen, nach zum Teil kontrollieren muss nach dem Upload, dass alles funktioniert, habe die 2K-Qualität und so. Die sind natürlich alles gar kein Problem, ich weiß, wo wir gerade stehen geblieben sind. Und zwar eigentlich relativ easy, denn wir haben eigentlich gar nichts mehr. Oder fast nicht mehr. Denn wir haben alle Herzteile. Wir haben auch hier die ganzen Questen zugemacht, alles picobello. Ich habe auch alle Käfer drin, ist ja auch geil. Ich habe, glaube ich, etwas erwähnt, vorhin offscreen noch ein bisschen Kohle sammeln, aber glaube ich auch gemacht, genau. Für Tränke-Upgrades und Käfermedaille bei Terry holen. So steht es zumindest bei mir hier in bei Notizen quasi für diese Folge. Da steht tatsächlich Tränke-Upgrades plus Käfermedaille bei Terry holen, dann weiter mit der Hauptstory. Da steht so 1:1 da. Schön, wa? So, wenn wir sagen, machen wir direkt doch mal. Tränke-Upgrades, ja, nee, kam erstmal bei Terry. Weil die Medaille haben wir offen noch gar nie geholt. Aber Terry, wo ist er überhaupt? Bin ich jetzt? Da ist er. Ein paar Pfeile wären so schlecht, aber ganz ehrlich. Wir machen eh weiter nachher mit der Hauptstory, weil wir keine Sidequests mehr haben. Alles schon picobello cool, cool gemacht. Und können dann... Wollte schon sagen. Und können dann hoffentlich das Spiel bald mal abschließen. Hat auch schon wieder lange gedauert seit dem Release, aber eben ich halt viele Projekte parallel im Laufen habe und ich täglich diese Videos hochladen, sind jetzt irgendwie bei Skyward Sword, keine Ahnung, 3-mal pro Woche oder so, oder 4-mal maximal. Dann dauert es halt ein bisschen, bis man über 80 Folgen hochgeladen hat, nicht wahr? So. Sektenmedaille, 1000, ich kaufe sie. Und das ist voll, yo. Ist natürlich klar, wir brauchen es gar nicht mehr, die Käfermedaille, weil wir haben schon alle Käfer gesammelt. Aber trotzdem eigentlich ganz nett. Oh, das ist aber, dass das Attack ausverkauft ist. Ja, also Terry wird auch nichts mehr haben. Den haben wir somit leer gekauft, also auch das hier haben wir jetzt 100% durch. Genau, den Master Schild sage ich schon, Hylia Schild und Master Schwert so mit dem Schuh raus haben wir auch. Also auch da 100% gemacht, perfekt. Und ja, was sagt eigentlich die Tasche noch so? Also nicht die Tasche, sondern die Tasche. Genau, da ist ja der Witz daran. Da habe ich irgendwie auch nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Es gibt ja Tränke, die kann man nur einmal upgraden. Und Tränke, die kann man zweimal upgraden. Also es ist tatsächlich so, der Wundertrank kann man zweimal, der ist fertig. Herztrank zweimal ist fertig. Rüstungstrank, Ausdauertrank und Lufttrank kann man jeweils nur einmal upgraden. Heißt, uns fehlen noch 2 Tränke zum Upgraden, dann sind wir auch schon da durch. Das habe ich jetzt einfach gemacht, um auch das mal zu zeigen, wie das funktioniert mit dem Upgraden. Damit wir das dann auch haben. Und daneben weiter mit der Story. Ach ja, stimmt, wir haben ja das Iron. Oh nee. Ja, ich weiß schon, wieso ich damals so gedacht habe. Musik ist hier. Ich wusste gar nicht mehr, dass es jetzt auch hier oben steht. Krass. Was an Toilette? Mir peinlich sowas zu sagen. Super. Pfeffer dazu. Wunderbar, scheint heute wieder. Ja, Mosego, toll. Was soll ich eigentlich sagen? Weiß gar nicht mehr. Scheiße. Ich war gerade so perplexed von Mosego. Krass. Die Tränke, genau. Hab mal die Upgrades gemacht. Und dann haben wir sonst ja alles. Können wir mit der Hauptsache weitermachen. Und ja, genau, die Siren. Da war ich stehen geblieben, die Siren. Ja, jetzt weiß ich wieder so, damals Vergangenheitsmagier sich gesagt hat, hey, okay, Hylia-Schild geholt, krass, geil,
Jetzt höre ich auf mit der Aufnahme und überlasse alles weiterer Zukunfts-Michael. Mhm. Die Siren, das war der Grund. So. Willkommen im Trankladen. Genau, es sind nun die zwei Tränke zum Upgraden. Mir geht gar nicht mehr. Und ich hoffe, der Vergangenheitsmangel hat daran gedacht, die restlichen Käfer zu sammeln. Wenn ich werde ich sauer. Oh Mann, ey, heute die Siren, ich bin auch so extrem müde. Oh Gott, das kann ja was werden, ey. Das typische Let's Player-Krankheit, die Müdigkeit. Passt aber, ha, genau, okay, gut. Vergangenheits-Michael ist in der Hinsicht Verlass. Zumal ich mir hätte sicher sein können, dass das irgendwie notiert hätte, von wegen, ey, du musst noch aufs Knie Käfer farmen. Ich glaube, ich habe das einfach damals noch gemacht, also insofern. So, Freunde, sind wir hier auch durch? Dann gucken wir doch mal. Das sind die Schilder, das sind die Upgrades, das sind die ganzen Medaillen. Mit der Rubin-Medaille, hier die Insektenmedaille. Das sind ja so ein bisschen die seltenen Medaillen hier. Also Dämonen, Schatz, Trank, Insekt, die gibt es nur einmal. Das ist hier mal ein bisschen anders, Freunde. Nochmal die Abschlussspur zum Sortieren. Weil die anderen gibt es ja mehrmals. Kann man sich, glaube ich, das gerne kaufen. Gar nicht so sicher, aber ich glaube schon. Nein, bah, Schiebe bleibt hier oben. Ganz verkackte Umsortiererei. So. Machen wir es doch so. Dann haben wir hier mal das soweit komplett. So. Dann gucken wir hier mit den Tränken. So. Und haben hier auch alle Tränke. Perfekt. Hier die Schilde. Die kann man theoretisch noch auffüllen, aber nee, lassen wir jetzt mal. Nehme ich hier mal noch. Sag mal. Nehme ich hier mal noch die Upgrades mit. Genau. Und dann kann man sich hier natürlich überlegen. Kann man hier irgendwie die Info noch anzeigen? Da ging doch irgendwie. Gerade so jetzt nicht mehr. Hm. Was? Nee. Runter, Alter. Der Cursor spuckt ein bisschen. Nero. Untertrank. Ich überlege gerade, ob ich irgendwelche Tränke noch mitnehmen soll. Okay, irgendwie. Wird gerade ziemlich verpackt. Das ist nicht schön. Hä? Der ist tatsächlich nicht mehr ganz koscher. Ich gehe nach unten, dann geht irgendwie rechts und so. WTF? Okay, muss ich noch ganz kurz angucken. Irgendwas stimmt gerade nicht. Dann passt so aber schon mal. Keine Ahnung, was da los ist. Die Frage halt, Mann! Soll ich jetzt wirklich noch irgendwelche Tränke mit. Sag mal. Moment, da geht irgendwas. Irgendwas stimmt ganz und gar nicht. Irgendwas ist buggy. Ich glaube, das Spiel ist sauer auf mich, weil ich schon so lange nicht mehr gezockt habe. Hä? Ja, stimmt's wieder. Okay, das war die Hauptsache, muss ich zugeben. Dann haben wir die normalen Items. Das sind die jetzt einfach hier mit den Upgrades. Das stimmt soweit. Ja, irgendwie vielleicht doch noch zwei Flaschen mitnehmen. Ein Herztrank, ein Ausdauertrank. Jetzt stimmt's wieder. Seltsam.
Also, Herztrank kann sich nicht schaden, Wundertrank, Ausdauertrank, Lufttrank. Rüstungstrank macht keinen Sinn, weil wir haben ein Schild. Oder was, der Wundertrank, der keinen Sinn, man, da komm. Nimm die 2-Sterne-Dinger mit hier. Sortieren wir es hier ganz kurz um. Moment. Nein. So, perfekt. Ja, ich komm bald wieder. So, Freunde, hätten wir das jetzt auch gemacht. Perfekt. Autosave, sehr gut, danke schön. Bei gewissen Spielen finde ich ein Autosave ganz cool, bei anderen muss ich sagen, sehr ein bisschen erschreckend. Also, Freunde, Abschlussspurt mit der Story. Ich glaube, ich mache irgendwie 2 Aufnahme-Sessions daraus, vielleicht eine, wo wir wirklich fast alles machen, bis auf den Endboss. Dann Endboss noch. Ja, ein ganzes Ehrloch. Dass es dort der Eingang ist, das sieht man von Weitem schon. Die Lyra war... So. Spiel mal etwas schneller, spiel mal. Aber doch nicht so, nein, nicht so. Keiner wundert sich, dass wir hier plötzlich spielen. Stoße das Schwert in das Symbol und stell dich der letzte Prüfung, Gebieter. Das Lied war schön. Zu Beginn zumindest ein bisschen typische Zelda-Mucke. Die letzte Prüfung, Freunde. Und dann nie wieder in die Seiren. So. Der blaue Tropfen, okay. Gut, hellblau. Gebieter Michael. Dies ist die Welt der letzten Prüfung, die Siren der Göttin. Meine Seele. Das ist ein Gefäß. Wenn du deinen Heldenmut unter Beweis gestellt und das letzte Seelengefäß gefüllt hast, Gebieter. Damit die Tür zum Triforce in deinen Augen erscheinen, du musst die Prüfung bestehen. Nee, ist gut, danke. Vor deinen Augen wird sie erscheinen, mhm. Ich fühle mich ein bisschen verarscht, wenn ich ehrlich sein darf. Ich glaube, ich hole erstmal... Was ist das gerade? So weit bin ich gerne gelatscht. Der Sound immer so. Ne, was ich sagen wollte ist, erstmal gehe ich den holen und dann gehe ich glaube ich hier kurz hoch. Weil hier ist garantiert was und ich habe glaube ich letztes Mal einen Fehler gemacht, dass ich irgendwie dann zum Schluss dachte, oh komm, ich gehe ganz kurz da hoch oder nicht mehr sicher, ob da einer ist. Und dann wurde es ein bisschen knapp. So. Lass mich in Ruhe. Aber wenn da oben dann auch noch so ein Typ hier rumschleicht. Dann kann ich dann vielleicht so relativ schnell umgehen. Genau, hier oben ist einer. Jetzt warten, bis er vorbei ist. Wobei, wenn ich natürlich direkt da rein switche, darf nicht viel passieren. Okay, da sind 2. Oder hole ich erstmal. Der drüben, glaube ich, gehe von rechts nach links, war. Ja, ich habe keine schlechte Idee. Ich gehe von rechts nach links, komm. Du.
will auch irgendwie hier durch, über die Brücke kommen. Oh, das war ja clever. Ich wollte eigentlich auf die Brücke drauf und rüber kletten, aber irgendwie... Und dann erwischt. Okay, haben wir das auch mal gesehen, Freunde? Hä, hatten wir noch nie. Der wird komplett von vorne. So, also da reinspringen darf er nicht. Das ist soweit auch klar. Das letzte Mal gemacht mit Handy hinten rum oder so. Schneller, Link, schneller. Ruckzuck, zack, zack. Komm, das ist eine Seele, hier kriegst du keinen Schaden. Also nicht solchen. Doch, hier kriegst du seelischen Schaden. Der ist sogar schlimmer. So, wie soll ich jetzt da rüberkommen? Nee, nee. Alter! Wie penetrant! Ich glaube, der war noch ein bisschen kacke. Ja, versuch's nur. Jetzt hier sogar irgendwie noch ein Save, wenn ich richtig erinnere. Und ob das letzte Mal sogar mal reingelatscht bin. Haha! Siehst du? Wow. So, wir haben noch genug Zeit, Freunde. Gar kein Problem. Also. Da ist noch eine. Super. Ich glaube, hier kriege ich es gar nicht hin. Ganz ehrlich. Ich glaube, hier muss ich treffen lassen, dann schnell rein und dann wieder raus. Okay, eigentlich hätte es umgekehrt sein sollen. Jetzt habe ich ein kleines Problem. Ah ja. Ja, straight hoch. Ich sehe keinen anderen Ausweg. Wow. Alter. Hätte auch schief gehen können, Freunde. Also eigentlich hätte das Ziel sein sollen, direkt da reinlatschen, so ein Lichtstrahl, und dann die Träne holen. Und dann respawnen die auch, wa? Egal. Didi-du, hat ja geklappt. So, hier unten ist einer. Den hole ich auf dem Rückweg. So, Freunde, diese Vogelstatue gut beobachten, sich gut merken, weil die werden wir gleich benötigen. Sicher, die Zeit ist vorbei, aber komm, die Siren schließen wir noch kurz ab. So, genau, hier muss ich glaube ich einfach Geduld beweisen.
Da auch reinlatschen und dann schnell rüber. Ne, dann spawnt auch wieder neuer nach, oder? Schule sind noch ein paar. Da oben sind ja nicht mehr so viele. Hier hinten ist keine. Ja, man sieht es hier schon auch ziemlich fies. Irgendwie der Weg abgeschnitten, aber irgendwie auch wieder nicht. So, dann hole ich erst einmal den hier, weil wir auch langsam Zeit davon. Und der ist halt mies, weil ich erstmal hoch muss. Und dann. Also hier erstmal die Kiste holen. Und da hoch vermutlich ganz gewohnt war. Ja, genau, darüber. Und auch hier schön angezeigt quasi. Aber angezeigt im Sinne von, weil es eben so viele Früchte gibt. Ist noch einer, ich habe glaube ich auf dem Rückweg noch ein paar übergelassen. Fehlen hier nur noch zwei. So, nehme ich mal den anderen, weil dann genau weiß, wie ich da hinkommen soll. Der ist relativ offensichtlich. Ja, der auch, okay. So, Freunde, gemacht, gemacht. Ich darf mich nicht mehr erwischen lassen, aber ganz ehrlich, was soll hier jetzt noch passieren? Gar nichts mehr. Weil es ja keine Geister gibt, die rumschweben und mich irgendwie gefangen nehmen wollen. Nee, hier ist alles cool. Und damit dann noch in dieser Folge die Siren geschafft. Nie wieder hier rein, Gott sei Dank. Du hast das Insignia der Reife erhalten. Diese gravierende Artefakt soll einem Helden das Versteck des Triforce enthüllen. Hä? Ich dachte, das Triforce wird direkt auf mich zukommen und so. Nee, offenbar eben doch noch nicht ganz. Und keiner hat es gewundert, dass er plötzlich einfach hier wie versteinert mit dem Schwert im Boden oder im Holz einfach hier mich hingekniet habe. Hervorragend, Gebieter. Du hast alle Prüfungen bestanden. Es gibt noch ein weiteres Insignia in der Reife, aus dem, das du besitzt. Ich stelle fest, dass sich auf dieser Insel ein Objekt befindet, das den gleichen, als du bei dir trägst. Findest du es und fügst du beide zusammen, öffnet sich der Weg zum Triforce. Ich empfehle dir, nach diesem Objekt zu suchen. Ist irgendwie auch ein bisschen eine Verarsche, wa? Du musst die ganzen Anstrengungen machen, um dieses Teil zu kriegen und dann sagt einfach einer plötzlich, oh übrigens, es gibt noch so eins, wo sie irgendwo herumliegt. Und es geht darum, hier oben sieht man es, Insignia der Reife. Der weiß, dass du alle Prüfungen absolviert hast, öffnet dir den Weg zum Triforce. Und nun ist es so, Freunde, wo sollen wir das jetzt einsetzen? Ne? Sollen wir da irgendwie suchen gehen mit Fire und so? Nee, plötzlich hat sie keinen Bock auf die Aura-Suche. Ganz creepy. Aber
Das ist das Fiese daran, was ich vorhin schon mal erwähnt hatte. Gab es nicht irgendwie einen Ort hier auf der Insel, wo so etwas, wenn man sich so ein bisschen kleiner vorstellt, wesentlich kleiner, und sich so denkt, das tritt normalerweise als Paar auf, also als zu zweit, als Duo quasi auch, dass nicht doch irgendwo etwas sein müsste? Oh ja. Das wird es mir in der nächsten Folge zurück bei Legend of Zelda Skyward Sword HD. Danke fürs Zusehen, bis dahin. Ciao zusammen.